Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part sind wir hier im Schattentempel mit dem guten Kevin stehen geblieben. Der ist aber weg, also ja, der Kevin ist in diesem Part nicht mehr dabei. Aber in diesem Part, ja, da geht's ja um den Endboss. Also soweit ich weiß, müssten wir schon kurz vorm Endboss sein. Aber irgendwie müssen wir da erstmal rüber und das ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen hier diese Feuerpfeile, dann schießen wir ordentlich und fertig. Und ich weiß nicht warum, aber auf einmal hat sich die Farbe geändert. Also es war ja vorher viel dunkler und düsterer. Jetzt ist es auf einmal wieder so hell. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, wir kommen langsam mal zum Endboss, damit wir diesen Tempel abschließen können. Dann müssten wir noch einen machen und das wäre der Geistertempel in der Wüste. Ich hoffe mal, euch stört es nicht, dass meine Eltern gerade was kochen und deshalb in der, ja, in der Küche so ein Geschnibbel, so ein Schnibbelgeräusch ist. Weil ich höre das ziemlich laut und ich sehe auch in der Tonspur, dass es dort, also ich sehe bei Outer City in der Tonspur, dass es Ausschläge gibt, was so viel heißt wie, dass ihr das eigentlich hören müsstet. Ui, was ist denn hier los? Ganz schön düster hier. Okay, Auge der Wahrheit, weise uns den richtigen Weg. Sollte ich da doch lieber die Stiefel benutzen? Ich weiß ja nicht. Ja, benutzen wir mal die Stiefel. Ist sicherer. So, Stiefel. Und jetzt, darüber. Halt dich fest. Oh, sehr gut, Link. Und rüber. Hier muss da noch irgendwas geben. Das kann nicht alles gewesen sein. Aber hier ist nichts. Anscheinend war es das schon wirklich. Na, okay, gut. Dann ab in den Endbossraum. Oder in den Vorendboss. Oh! Vorendbossraum. Aber wir kommen direkt in den Endbossraum. Boing, boing. Okay, was ist hier? Hä? Eine Hand? Oh, zwei Hände. Dumm. Bum. 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 Bum, 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 bum. Boah, was bist denn du für ein Vieh? Bastialische Schattenmonster, bla bla bla, Bongo, Bongo. Oder Bango, Bango. Bango, Bongo? Bongo, Bongo was, ne? Oh Gott, nee, da schwebst du ja die ganze Zeit. Ziehen wir am besten mal die Stiefel aus. Das Auge der Wahrheit brauchen wir aber. Wow. Ah! Was muss ich eigentlich machen? Weil, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht mehr den Hauch einer Ahnung. Was haben wir denn in diesem Tempel bekommen? Da müssen wir... Was haben wir in dem Tempel bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach nur ganz normal die Pfeile und... Dann ist gut. Ja, tatsächlich. Einfach auf die Hand schießen. Hey, nein! Ich hab doch nach unten gedrückt. Peng. So. Hey, wo bist du? Uah. Okay. Der ist ein bisschen härter drauf. Boah. So, jetzt aber. Nein, ich hasse den Analogstick! Okay, sammeln wir erstmal die Energie ein. Hey. Und die Pfeile sind weg. Super. Hey. Ich will dich anvisieren, Kollege. Ey, jetzt reicht's mir langsam echt. Ich drück gar nicht nach oben. So. Hey. Hey. Oh, nimmst du keinen Schaden? Hey, bleib doch mal. Alter. Jetzt fühle ich mich verarscht. So, jetzt du. Nein, Mann! Okay. Zack und zack und... Oh, verdammt. Nein, ich brauch
die Pfeile. So. Erste Hand ausgeschaltet und zweite. Oh. Nein! Da willst du mich eigentlich verarschen? Zack und zack. Und kein Zack, warum nicht? Boah, immer wieder, wenn ich Ding aufheben will, Pfeile, ne? Kriege ich es nicht hin. Die verschwinden immer so schnell. Da, genau das meine ich. Ich hab doch... Da. Ich hasse den C-Stick. Ich hasse analog C-Sticks, echt. Vor allem bei N64-Spielen. Das verfälscht alles so dreckig. Oh! 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 Stirb! Okay, der hält doch ein bisschen mehr aus, als ich dachte. So. Wupp. Peng. Okay. Komm her, Boss. Und zack. Und bam. Bam. Verdammt. Jetzt erstmal wieder in die Hand schießen. Da auch. Und ins Auge. Und zack. Und zack. Und zack. Und Mann, hält der viel aus. Puh. Okay, wie du willst. Nein, nicht anvisieren. Da hat er mir voll einen Uppercut gegeben. Nein. Böse. Und voll ins Auge. Und jetzt stirb doch mal. Zack, zack. Ja, also. Schön das Auge ausgestochen und als dreht er voll durch. Er hat seinen Rhythmus verloren. Er hat keinen Rhythmus. Hat keinen Rhythmus. Er hat keinen Rhythmus. Er hat keinen Rhythmus. Er hat keinen Rhythmus. Und wer das erkannt hat, der ist gut. Der löst sich aber. Es ist unter meinen Füßen. Das war also die Schattenkreatur, die aus dem Brunnen geflüchtet ist. Ja, das war sie. Okay. Herzcontainer. Oh yeah. Jetzt noch Energie und ab. Okay, doch keine Energie. Die bleibt jetzt da unten. Gut, damit haben wir die vorletzte Waisen befreit. Waise. Ja. Halle der Weisen. Und wer ist es? Es ist... Richtig. Zeldas Beschützerin, Impa, die letzte Überlebende der Sheikahs. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Link. Denn ich bin nicht allein, Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Sheikahs waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau vor 7 Jahren, griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich. Bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Ja, ich bin schon ziemlich cool, ne? Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du die Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist,
Gehe nun. Stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Okay, ich gebe zu beim Lesen, habe ich total verkackt. Ach, wahrscheinlich habt ihr kaum so gut wie gar nichts mitbekommen. Es geht halt darum, dass wir bald Zelda gegenübertreten und das war's auch schon. Mehr hat sie eigentlich nicht zu sagen gehabt. Das Amulett des Schattens. Impact gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre geile Kraft, Bebe. Bitte suche die Prinzessin. Nein. Ich mache ja seit immens vielen Parts nichts anderes, ne? Ich suche schon die ganze Zeit die Prinzessin. Impact, Schätzchen. Du geile Sau. Gut. Jetzt, ja, wir können ja mal Moment. Da gab es doch irgendwie was von wegen Musikstück und so, ne? Das war hier? Okay, ich glaube, das ging nur als Kind, oder? Da musste ich das einfach nur lesen. Gebrüder Bramstein, königliche Tonsetzer. Johann der Ältere. Rest in peace. Hallo, hey, hey. Hi. Hey, wie geht's dir? Kannst du was? Irgendwie? Hey! Hey, 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 hey! Wow, 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 wow. Schwing die Lampe nicht so. Ich kann was spielen. Soll ich dir was vorspielen? Warum kann ich die Ocarina nicht benutzen? Hä? Leute, ich kann die Ocarina nicht benutzen. Und scheiße, jetzt kann ich die Ocarina nicht benutzen. Hey, lass doch mal mit dir reden. Nicht immer hauen. Ich besieg den jetzt erstmal. Und dann gucke ich mal, warum ich den unteren C-Knopf nicht benutzen kann. Das ist ganz komisch. Zack. Ich habe ihn umgebracht. Alt, du hast mich bezwungen. Wie? Ach, du bist es. Hast du mal die Hymne der Sonne gespielt? Ja, was willst du denn, Navi? In der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, das stimmt. Das weiß ich auch selber. Weil wir müssen jetzt wieder ins Gerudo-Tal zurück. Aber jetzt gucke ich erstmal bei meinen Einstellungen. Ja. Was dann nicht stimmt. Controller-Plugin. Wo sind meine C-Knöpfe eigentlich? Kacke. Ja. Mist. Mann, was sind meine C-Knöpfe? Da die C-Buttons. Links. Rechts. Down. Up. Stimmt doch alles. Okay, Normalbild. Ich hoffe jetzt mal, die Aufnahme ist nicht abgebrochen. Okay. Ah, jetzt kann ich wieder den unteren C-Knopf benutzen. Und hier sind wir im friedlichen Kakariko-Dörfchen, wo alles so wunderschön friedlich ist. Wenn auch nicht immer. So, haben wir jetzt eigentlich genug Skulltulas? Ja, tatsächlich. Wir haben 40 Skulltulas. Das heißt, wir kriegen die große Börse. Jetzt können wir voll fett in Aktien gehen und so. Weil jetzt bekommen wir richtig Geld. Ja, wir bekommen einen richtig großen Sack. Und da passt Geld rein, Leute. Da passt richtig Geld rein. Der Fluch ist von mir genommen. Holy, tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Oh ja. Die Riesenbörse. Welch eine riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. Ist das nicht einfach nur badass? Ja, das ist es. Gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zum Gerudo-Tal.
Sollte ich mir vielleicht noch irgendetwas besorgen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Wir könnten eigentlich noch so einiges machen. Wir könnten zum Beispiel mal wieder in die Vergangenheit reisen und da ein paar Quests erledigen. Also zum Beispiel die Masken an die jeweiligen Leute verteilen und alles. Oder das mit den Skull, also mit den Horror-Kids machen, dass man dann Herzhalt bekommt, da diese Lieder von denen nachspielen. Es gibt so viel noch zu machen und zu tun und was wir noch nicht erledigt haben, können wir dann noch machen. Aber, ja, den Tempel, den wir dann gleich machen, da müssen wir einen Teil sowieso als kleines Kind erledigen. Also von daher müssen wir dann sowieso gezwungenermaßen eh nochmal in die Vergangenheit. Also können wir das danach eigentlich machen. Ja, da können wir statt gleich wieder zum Ding zu gehen. Ja, wie heißt's denn? Mein, jetzt hab ich's vergessen. Anstatt gleich wieder zum Tempel zu gehen, können wir dann auch ein paar Quests noch erledigen. Aber erstmal gehen wir zum Gerudo-Tal. Ich will dann nämlich noch ein paar andere Sachen machen. Oder eher gesagt, eine andere Sache. Leute, jetzt weiß ich auch wieder, wo man die Eispfeile herbekommt. Habe ich ganz vergessen. Bekommt man in dieser Kampfarena. Wo man so ein paar Aufgaben erledigen muss und bla, hast nicht gesehen. Und hier noch ein bisschen was. Und dann bekommt man auch die Eispfeile. Aber die brauche ich nicht und die sind auch nicht wichtig, die Eispfeile, finde ich jetzt. Aber ich kann euch trotzdem zeigen, wie man sie bekommt. Also ich hoffe mal, ich kann das euch irgendwie zeigen, wenn ich denn nicht zu dumm dazu bin. Also ich eigentlich hoffe, dass ich das nicht bin. Gut, gehen wir aber erstmal mit Epona auf die Pferderennstrecke. Na, was heißt Pferderennstrecke? Das ist eigentlich so, so eine Strecke mit, für Pferde. Da kann man halt so ein bisschen sein, ja, seine Genauigkeit üben, wie gut man denn beim Reiten und Schießen gleichzeitig ist. Das will ich auf jeden Fall machen. Es ist nämlich ganz oben im Gerudo-Tal. Oder, nee, Quatsch, es ist jetzt hier die Gerudo-Festung schon. Trotzdem, ich will das Spielchen machen. Ich wage ein Spielchen. Gut. Da oben ist es. Hallo. Da sieht man auch schon riesige Zielscheiben. Ja. Dann wagen wir doch mal ein Spielchen. Hey! Guck dir mein edles Ross an. Hey Junge, du hast da aber ein tolles Pferd. Keine Ahnung, wo du das geklaut hast, aber... hey, das gehört mir. Naja, okay. Es ist eigentlich wirklich geklaut, ne? Das gehört ja gar nicht mir. Wie wäre es mit einer Runde Bogenschießen zu Pferde? So wie dein Pferd galoppiert... Schießen mit deinen... Was? So wie dein Pferd galoppiert, schieße mit deinen Pfeilen auf die Zielscheiben. Wir werden ja sehen, wie oft du triffst. Du bekommst 20 Pfeile. Wenn du 1000 Punkte erreichst, erhältst du einen genialen Preis. Willst du es versuchen? Es kostet nur 20 Rubine. Na klar, die Zeit und das Geld haben wir. Okay. Oh, diese schöne Musik. Okay, das schießt jetzt von alleine, also das reitet jetzt von alleine. Oh. So. Mittig geschossen, aber meiner Meinung nach trotzdem noch schlecht. Mann, ich muss mittig treffen. Okay, jetzt die Fässer. Mein Gott. Yes! Nice! Bing! Ich habe die 1000 Punkte erreicht. Großartig! Du bist ja ein absoluter König im Bogenschießen. Hier, nimm dies. Du kannst es bestimmt gut gebrauchen. Oh yeah, ein Herzteil. Wie viel habe ich denn jetzt? Oh, eins. Okay. Ja, dann muss ich noch ein bisschen sammeln gehen. Um ein weiteres Herzteil zu bekommen. Ach, hat doch Spaß gemacht, oder? Doch, finde ich auch.
Beweg dich, Epona. Wir haben Großes vor. Wir müssen die Welt retten. Oh, da werden wir. Oh, da fallen wir generell runter. Zurück, Epona. Oh Gott, was war das denn für ein Tanz? Moonwalk. Sag mal, wie komme ich hier wieder weg? hier, ne? Oder ja, ja, hier was. Oh Gott, nicht mal mehr den Ausgang finde ich. Heieiei. Ob das was wird mit dem Führerschein für das Pferd? Naja, da. Das weiß dann wohl nur die Zukunft. So. Hey du. Mach was. Nun, Kleiner. Ja, super. Tolle Erklärung. Okay, vielleicht hat sie auch gewartet, bis ich etwas sage. Aber ich bin Link. Ich rede nicht. Nur Manga rede ich. Aber nur da. Aber dafür werde ich auch bezahlt. Dafür werde ich auch gut gezeichnet, ja. Hey, du. Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren, dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. So, jetzt macht sie das Tor hoch und wir können in die Geisterwüste, die so unglaublich gefährlich ist, wie man schon gehört hat. Ja. Da wirren Pferde herum. Das sind böse Sandkörner und Wüstenflöhe. Wüstenflöhe, die zwicken, Leute, die zwicken. Aber richtig. So, was steht denn auf dem Schild? Bestimmt irgendwas Freundliches. Willkommen in der Geisterwüste, lass dich verschlucken. Gespensterwüste, vertraust du deinem Instinkt, verschluck dich die Wüste, suche den wahren Pfad. Mache ich, keine Sorge, ist alles in Ordnung. Stopp ich! Okay, Leute, ich sinke. Okay, Leute, das war's erstmal wieder für Legend of Zelda Ocarina of Time, Leute. Ich muss, ich muss hier weg, das ist ja furchtbar, dieser Sand. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ciao.